Gut, ich wurde angefragt, den Workshop kurz zusammenzufassen. Die OD-Welle hat jetzt auch die Universitäten erreicht, also von Stadt zu Bund und jetzt zu Universitäten. Das macht nicht nur organisatorisch Sinn, sondern auch inhaltlich. Gute Forschung basiert auf guten und fundierten Daten und Wissen teilen. In diesem Kontext heißt eben auch, Daten zu teilen. Und das gemeinsam und nicht kompetitiv. Das braucht Überzeugungsarbeit bei den Wissenschaftlern, aber nicht nur Überzeugungsarbeit, sondern wohl auch ein wenig Druck vom Nationalfonds, von wissenschaftlichen Magazinen, von der Community und nicht zuletzt müssen auch Rewards und Incentives geschaffen werden, um Wissenschaftler davon zu überzeugen, ihre Daten öffentlich zu machen. Das Projekt ORD@CH unterstützt diese Efforts und möchte die institutseigenen Silos aufbrechen mit einem integrierten Metadata Hub, mit Suchmaschine, und drei Institute machen den Anfang. Federführend ist das FORS in Lausanne, mitmachen tut auch das TH Lab in Basel und die ETH Scientific Services in Zürich. Diese drei Institute kreieren zusammen diesen Metadata Hub, der Daten von den Forschungsinstituten öffentlich zugänglich machen soll. Die Daten sind verschiedene Typen, werden mit verschiedenen Technologien gespeichert. Es gibt verschiedene Arten der Datenhaltung und all das soll jetzt zusammengeführt werden und die Grenzen abgebaut werden. Dann haben wir noch etwas über unser Genom und das Schützen der Daten gelernt, aber das konnte ich jetzt schlecht in den Rest integrieren. Deshalb so nebenbei noch dieses Thema angeschnitten. Gut, das war's. Informationen über das Projekt gibt es auf openresearchdata.ch, wer sich darüber informieren will. Vielen Dank. Also ich hatte vor, aus dem Workshop Open Data und Business eine klare Ansage zurückzugeben, die Platz hatte auf so einem Kärtchen. Jetzt geht das natürlich nicht. Wir haben unsere Resultate hier aufgeschrieben. Und wir sind der Frage nachgegangen, wie machen wir denn jetzt Geld mit Open Data? Und das erste Finding ist, es geht gar nicht um Geld, sondern es geht um den Mehrwert. Sie sehen, das ist die Natur der Findings, die wir haben. Sie sind relativ high level. Wir haben gearbeitet mit Kategorien. Wer immer in dem Bereich Open Data sich nach dem Mehrwert fragt, kann entweder eingeordnet werden in die Kategorie der Consumers, also der Nutzer, Kategorie der Produzenten, wer stellt Daten zur Verfügung, und dann in eine dritte Kategorie, die wahrscheinlich anything else ist. Wir können dieser Kategorie die Enablers als die Enablers bezeichnen. Konkret zum Beispiel ein Berater, der hilft einem Consumer, Datennutzer, zu verstehen, welche Daten er überhaupt nutzen will. Jetzt, als Datennutzer, genau gleich wie als Produzent, muss man sich fragen, wo sitzt der Mehrwert jetzt für mich? Das ist für jeden natürlich wirklich individuell. Also das haben wir auch an diesem Workshop gemerkt. Da gibt es ganz viele Einzelfälle. Ich kann Ihnen nicht alle erzählen. Simon Redfeld hat über das Open Bank Project gesprochen. Jordanis hat über die Swissre gesprochen, wie sie Daten nutzt. Jeder hat einen eigenen Ansatz. Das ist natürlich klar. Deswegen kann ich nur hier generisch sagen, Mehrwert suchen. Wenn man den Mehrwert gefunden hat, dann soll man Infrastrukturen schaffen, die Innovationen von außen zulassen. Zum Beispiel eine API. Warum will ich eine API haben? Vielleicht habe ich einen Mehrwertnutzen, den ich bereits benennen kann, aber im Laufe der Zeit kommen 5 weitere dazu, und zwar nicht von mir selber, sondern von außen. Also eine offene Architektur ermöglicht Outside Innovation.
Sie merken, dass wir den Workshop auf Englisch geführt haben, deswegen kommen eben auch die Feedbacks in dieser Weise. In diesem Zusammenhang, wer immer sich eine solche Infrastruktur zur Verfügung stellt, soll dem Grundsatz folgen, Release Early, Release Often, eben genau um Outside Innovation zuzulassen. Jetzt, wenn wir, und da sind wir beim nächsten Schritt, wenn wir uns eine Architektur zulegen und uns fragen, wie schaffen wir Mehrwert mit Daten, das Modell ist immer, und auch das vielleicht ein bisschen generisch, Data Plus. Was immer ihr tut, Datensätze alleine haben per se noch nicht den Wert. Es geht immer darum, macht einen Zusatz und das, dieser Zusatz ist der, diese Eigenart, die euch Mehrwert gibt. Das ist die Kurzformel. Konkreter wird es wahrscheinlich nicht, aber ich kann auch jetzt hier sagen, was Plus dann heißen kann. Plus means Enhancement, was immer Daten enhanced ist halt ein Plus. Und jetzt merkt ihr natürlich, dass ich aus einer Zunft komme, die sich mit sehr seichten Definitionen zufrieden gibt. Aber so sind jetzt eben Juristen. Ich muss halt generisch bleiben. Gut, Plus means Enhancement. Was kann das sein? Eine API, ein Service, anything that bridges two worlds. Eine Welt, eine Branche mit einer anderen verbinden. Metadaten schaffen Wert, auch sehr schön gesehen im Open Banks Project. Datenformate können überhaupt erst das Veröffentlichen von Daten ermöglichen. Was immer entsteht, wenn Daten genutzt werden, sind Nutzerdaten, natürlich die große Währung. Das sind die Themen, die ich sagen kann. Und eins ist klar, heute ist es noch sehr früh, um zu sagen, Open Data gibt in jedem Fall auch Mehrwert. Aber das Statement zum Schluss war, don't give up and try. Herzlichen Dank. Ich sehe, ich habe jemanden der Stimme gesucht, aber jetzt wirst du... Ich bin der Jörn von Lucke. Ah gut, okay, also Jörn von Lucke wird euch kurz sagen. Der Matthias musste schon zur Haushaltsverhandlung vom Stadtrat in Bern. Der lässt sich entschuldigen. Wir haben, ja gut, 90 Minuten über Open Finance, Open Budget gesprochen. Wir haben auch über Infrastrukturen gesprochen, über nationale Open-Data-Infrastrukturen, die notwendig sind, um überhaupt Grundlagen zu legen, um solche Sachen anzugehen, über Open-Budget, also das offene Haushaltswesen und das Potenzial von offenen Haushaltsdaten und haben uns nicht nur Beispiele hier aus der Schweiz angeguckt, sondern mal den Blick nach Brasilien werfen lassen, wo das schon eine lange Tradition hat und die das ja auch in die Open-Government-Partnership eingebaut haben. Das waren recht spannende Beispiele, die ich da vorstellen konnte und über die wir auch ein bisschen diskutiert haben. Dann haben zwei Studenten, André Xell und der Eolo Ulrich, ihre Entwicklung zur Finanzlage des Kantons Zürich dargestellt, eine Visualisierung eines Modells eines Kollegen von der Hochschule in Lausanne, der mal hier runtergerechnet hat oder ein Modell aufgebaut hat, was man dann auf Basis der offenen Daten von Zürich für jede einzelne Gemeinde aufgeschrieben hat. Und man sieht hier sehr schön, wie die unterschiedlichen Finanzlagen und Finanzierungsverhältnisse, die Finanzlage im Kanton selber ist auf Gemeindeebene. Und da kamen wir eben zu dem Punkt, es gibt viele weitere schöne Lösungen. Matthias hat Sachen vorgestellt, das müssten wir eigentlich mal bündeln. Wir müssten eigentlich solche Werkzeuge, Tools zur Verfügung stellen, sodass Gemeinden relativ rasch ihre Daten hochladen können und diese visualisieren können, diese einsetzen können im Sinne eines Kompetenzzentrums. Solche Sachen wurden angedacht und das wollen wir auf einem Workshop vertiefen im Anfang Januar an der Universität in Bern. Da wird der Matthias Stürmer zu einladen, um diese Sachen zu vertiefen, um hier auch Sachen zu entwickeln und jeder, der dann kommen will, ist gerne eingeladen, uns zu begleiten. Wir würden uns freuen. Vielen Dank. Der nächste Workshop, der lief, da ging es um die technologische Seite. Open Data ist ja nicht ein technisches Problem, eigentlich eine Herausforderung, aber ist mit sehr viel Technik verbunden. Und da wird uns jetzt Stefan Oderbols, Kollege von mir bei Lieb, kurz sagen, worüber da diskutiert wurde. Stefan? Ja, bei unserem Workshop haben wir ein bisschen über die technische Seite gesprochen. Da ging es nicht unbedingt darum, was wird mit Open Data gemacht, also wie kann ich die Daten verwenden, sondern eher quasi der
die andere Seite, wie wird sie publiziert, was gibt es da für verschiedene Tools. Wir haben auch heute Morgen schon ein paar Mal das Stichwort CCAM gehört, also wir haben ein bisschen darüber gesprochen. Ich bin ja unter anderem auch mitverantwortlich für das OpenDataAdmin.ch, wo wir auch CCAM eingesetzt haben. Und da ging es eigentlich vor allem darum, warum ist CCAM so verbreitet? Wir haben darüber gesprochen, dass eigentlich der Hauptpunkt, um den es da geht, ist das einfache Metadatenmodell. Es gibt ja irgendwie tausende, Millionen, was weiß ich, Metadatenstandards. CCAM beschränkt sich auf 15 einfache Felder, die hoffentlich überall vorhanden sind. Und das ist unter anderem quasi ein Erfolgsfaktor von diesem CCAM. Dann haben wir aber auch darüber gesprochen, ja, muss es denn immer CCAM sein? Das ist irgendwie so eine Riesenlösung. Wenn ich einfach so ein paar Excel- oder CSV-Daten habe, muss ich dann unbedingt CCAM installieren. Und da haben wir ein paar andere Lösungen angeschaut. Es gibt da zum Beispiel zu erwähnen The Data Tank, was es ermöglicht, sehr einfach ein API, also eine Schnittstelle, auf eine Datei zu bekommen. Oder Lösungen, die wirklich nur sich damit begnügen, einen Link zu haben, zum Beispiel in einem Repository oder irgendwo, und ich daraus bereits schon ein schönes Datenportal bauen kann, ohne direkt quasi die Premium-Lösung CCAM einsetzen zu müssen. Zum Schluss haben wir dann noch diskutiert, ja, brauchen wir überhaupt Open-Data-Portale? Ist das nicht... ja, fast schon wieder ein bisschen veraltet. Wir haben dann gemerkt, ja, aus Entwicklersicht, nein, brauchen wir nicht unbedingt. Aber natürlich, der ganze PR-Aspekt darf man nicht unterschätzen. Es hat durchaus eine Berechtigung, dass es Portale gibt, dass sie bieten sehr schöne Suchen an. Wir können die Daten finden, was eigentlich der Hauptpunkt ist. Aber wenn es nur darum geht, die Daten zu verwenden, dann braucht ein Entwickler quasi nicht unbedingt ein Portal. Das ist so ein bisschen das Fazit. Merci. Der nächste Workshop, da geht es eben um das Nicht-Technische, geht es um die Open Government Data Kultur, und da wird uns Matthias Brühlmann von der Bundeskanzlei und auch involviert in dieses Projekt Pilotportal Bund sagen, was da diskutiert wurde. Danke, Andreas. Wir haben uns über Kultur unterhalten. Kultur ist ein Begriff, der wurde ursprünglich, der kommt aus der Landwirtschaft eigentlich, oder wurde auf die Landwirtschaft bezogen. Landwirte sprechen auch heute noch von Kulturen, wenn sie ein Getreidefeld anschauen oder ein Rebberg. Es geht darum, dass man nützliche Produkte für die Öffentlichkeit erzeugt, also auch Dinge, die die Öffentlichkeit einem abkauft. Das war so die Ausgangslage. In der Open Government Data Strategie des Bundesrates ist Kultur adressiert als Ziel. Das Ziel ist eine innovative und partizipative Open Government Data Kultur. Wir haben uns dann im ersten Schritt überlegt, ja, woran merken wir, dass wir das haben. Das war das Erste, das gab eine lebhafte Diskussion. Da muss ich den Teilnehmern des Workshops ganz herzlich danken. Die haben wirklich sehr gut mitgemacht. Und ausgehend von diesem Bild musste sich dann jeder überlegen, ja, wo stehen wir denn heute in Bezug auf dieses schöne Bild. Und der nächste Schritt war dann, dass jeder sagte, was braucht es an Maßnahmen, damit wir dem Ziel einen Schritt näher kommen. Und da sind dann ganz viele Maßnahmen zusammengekommen. Die übergebe ich jetzt Hannes Gasser, weil er wird eine Arbeitsgruppe in die Wege leiten, die zuhanden des Open Government Data Projekts des Bundes eigentlich Maßnahmen vorschlagen wird, um die OGD-Kultur im Sinne der Zielsetzung des Bundesrates zu fördern und zu entwickeln. Also wir werden da zusammenarbeiten, ich werde in dieser Arbeitsgruppe auch mitmachen, ich werde mich das einfach jetzt an den Kopf werfen. Und um mit der Landwirtschaft aufzuhören, ein Beispiel, was wäre eine solche konkrete Maßnahme, hat ein Teilnehmer gesagt, ich merke oder ich bin einen Schritt weiter,
wenn die Daten aus dem Agrarsektor auf Bundesebene zeitnah zur Verfügung stehen, zum Beispiel. Danke. Jetzt wird uns Christian Traxel bei der SP, ich weiß nicht für was alles zuständig, aber sicher für die Dateninfrastruktur, etwas erzählen, über was wurde in dieser Gruppe diskutiert. Bitte, Christian. Merci vielmals. Sie haben sozusagen den Bock zum Gärtner gemacht, also der Datenbeherrscher. Darf erzählen, was eigentlich gemacht wurde. Das ist komisch. Aber immerhin, wir erzählen kurz, was abgegangen ist. Ich habe kurz aufgezeigt, was gibt es schon heute. Wir können auf den verschiedenen Portalen, die es da so gibt, die Haltestellen anschauen. Wir können das Kursbuch in elektronischer Form als große Datei runterladen unter fahrplanfelder.ch oder unter gtfsgeops.ch. Wir können dank der Open Data Community eine API anbieten, die gibt es schon. Und was ist jetzt das Ziel? Das haben wir diskutiert. Hannes und ich haben einen großen Plan gehabt für heute. Der ist ziemlich schief gegangen. Wir wollten eigentlich darüber diskutieren, wohin geht es in der Technikschiene, wohin geht es in der Organisationsschiene. Und wir sind dann kurz hinter den Präsentationen von zwei Beispielen, einem Startup aus Berlin, der Transportdaten braucht, und einer uralten Firma aus dem Graubünden, der RHB, die Transportdaten auch vom API braucht, stecken geblieben und uns darüber unterhalten, wohin geht die Reise. Und das Quintessenz in den letzten 30 Sekunden war dann, stellt sicher, dass dieses API in Zukunft weiter läuft, dass es stabil läuft, dass wir uns als Community darauf verlassen können. Der Appell ging wahrscheinlich an uns als Firma und an das Bundesamt für Verkehr als sozusagen unser Auftraggeber. Aber natürlich geht die Reise weiter und deshalb ist unsere Arbeitsgruppe heute nicht das letzte Mal zusammengesessen und wir werden uns darüber unterhalten müssen, wie die Daten in Zukunft zu euch kommen und wir müssen uns darüber unterhalten, wie alle ÖV-Betriebe ihre Daten liefern können, sodass wir dann die ganze Schweiz drin haben und nicht nur einen Teil. And now I'm switching to English for Nicolas Nova, who will, in his last 2 minutes, tell us what he was and his fellow workshop mates were doing regarding the use of open data from the city of Zurich. Nicolas? Good afternoon, everyone, and sorry for the English language here. So we did this workshop in partnership with the Department of Statistics in the city of Zurich. And the starting point was to discuss the possibilities and how to use the open data sets, the large numbers of data sets that the city of Zurich has made available. So we started with a presentation of this data sets, and the point of the rest of the workshop was to define the type of applications that could be created based on this data, mostly smartphone applications. We work on three different categories. The first one would be augmented reality applications that could be based on the open data. The second category is games. Obviously, games played on a smartphone where you wander around the city with the phone, could be an interesting platform for using open data. And the last category, and it might be a bit surprising, but it's interesting, is the Siri-like virtual assistant, like Siri you have on your iPhones, for people who have an iPhone. How this can be an interesting application or an interesting interface to interact with open data. And in terms of the way we did the workshop was quite fast and quite fast-paced because we had an hour and a half. The idea was to start from this data and
not generate the specification or a business case, but work with a sort of a design fiction approach, which is something I worked with my colleagues. So the idea was to create fictional pieces, like a fictional ad or a fictional poster or a page in a newspaper that would define the end product, the applications that we worked on. So the different groups created things like Crime Dates, which is a game in which you can play cops and bad people using open data. Another group designed an augmented reality game in which you have to you're given an historical picture and you have to find this place in the city of Zurich. The third group worked on the a project for a museum, some sort of virtual museum platform. And the last group did a project in which you can talk to trees, which is an interesting metaphor. It's based on the idea that Zurich has a data set of all the trees in the city, which is quite stunning from my perspective. And trees are here for a while, so they could act, you could ask questions to some sort of virtual counterpart of a tree to get some information about the city of Zurich. So that was basically the result of the brainstorming, which obviously can go a bit further than that, but it was an interesting starting point to go beyond the data sets and discuss what we can do out of it. Merci.